Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und ja, heute geht es um Schneekugeln und Träume. Und der Titel klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen harmlos, allerdings hat dieser Podcast das schon ganz schön in sich. Denn beginnen möchte ich mit einer Untersuchung. Eine Untersuchung des Department of Psychological Medicine am British King's College in London. Ja, mein Englisch ist, hat Luft nach oben, das weiß ich. Auf jeden Fall hat dieses Department Folgendes untersucht. Die Auswirkungen von Isolation auf die menschliche Psyche. Und wir haben festgestellt, dass wenn man also isoliert ist, dass starke psychische Beeinträchtigungen auftreten können, wie zum Beispiel Ängste, Depressionen, Wut oder sogar posttraumatische Belastungsstörungen. Das heißt, eine Isolation ist für mich jetzt, ich sage das jetzt in meinen Worten, immer ein Traumata. Und wir alle haben das diesmal sehr stark erlebt in den letzten Jahren und wir leben es ja im Moment immer noch. Doch ich möchte nicht darauf eingehen, ob das gut ist, dass wir Menschen in Quarantäne begeben, sondern ich möchte darauf eingehen, wann du einen Teil von dir in Quarantäne gegeben hast und seit Jahren nicht mehr rausgeholt hast. Diese Untersuchung hat nur die Zeit untersucht, wie wir jetzt aktuell in Quarantäne sind. Das heißt, gute 2 Jahre, 1 Jahr, ja, das haben sie untersucht. Doch kannst du dir vorstellen, wenn in so einer Untersuchung rauskommt, dass man Ängste entwickelt, Depressionen, Wut oder sogar eine posttraumatische Belastungsstörung, dass wenn du ein Teil von dir seit Jahren in eine Quarantäne gegeben hast, dass da noch viel mehr passiert, dass da in dir noch viel mehr Druck, Stress entsteht, weil alles das, was ich ja gerade gesagt habe, ne? Ängste, Depressionen, Wut, Belastungsstörung, das sind ja alles Stressfaktoren für unseren Geist, für unser Gehirn, für unser Leben, für unseren Körper, für alles. Und wovon spreche ich? Welchen Teil in dir hast du in Quarantäne getroffen oder gesteckt? Und zwar meist sehr unbewusst. Und gar nicht mit böser Absicht, sondern da ist dir etwas dazwischen gefunkt, das Leben. Und das Leben und ich sag mal von außen uns einprogrammierte Glaubenssätze, was wir zu tun und zu lassen haben, ja, die tun ja ihr Übriges, plus natürlich ja, die Beeinflussung der Medien und ja, du weißt, ne, macht man nicht und solche Dinge. Ja. Ich rede von deinen Träumen. Jeder von uns hatte Träume. Und vielleicht nimmst du dir einfach mal kurz die Zeit und denkst mal drüber nach. Was wolltest du als Kind werden? Was alles hast du damals erlebt als Kind? Wir haben ja ganz häufig unsere Träume so nachgespielt. Ne? Ich habe mal Band gespielt. Oh, ich war Gitarrist übrigens. Ja, welche Träume haben wir gelebt. Und das finde ich sehr nachdenklich in der heutigen Zeit, denn ich erkenne immer mehr in Gesprächen, wenn ich mit Menschen rede und frage, was sind deine Ziele? Haben alle irgendwie eine Antwort. Ja, ich möchte so und so viel verdienen, ich möchte da leben, ich möchte noch Kinder haben, ich möchte ein Auto haben und so weiter und so fort. Ziele haben wir alle. Ja, maßgeschneiderten Anzug oder was auch immer. Doch, wenn ich von deinen Träumen rede, führst du das Leben, das du dir gerade erträumt hast?
oder das du dir damals erträumt hast? Führst du überhaupt ein Traumleben? Oder, ja, denkst du, Träume sind Schäume? Und das ist ein großes Problem. Ich habe ganz stark früher mich im Bereich Männercoaching, habe ich mich stark mit befasst und habe festgestellt, Männer müssen Träume leben. Männer müssen Träume umändern. Nicht umändern, also Träume erreichen und anfangen, sie zu leben. Und ansonsten, wenn sie das nicht machen, zerplatzt was in ihnen. Und wenn du eine Frau bist und hier gerade zuhörst, dann weiß ich nicht, aber vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass der Mann nach Hause kommt und sich irgendwie auf die Couch legt und nichts mehr macht, Fernseh guckt oder sich zurückzieht, nicht mehr für dich da ist und vielleicht auch nicht mehr für die Kinder da ist, der einfach nur noch müde ist. Das ist ein deutliches Zeichen, dass dein Mann seine Träume in eine Schneekugel gesteckt hat und sie nicht mehr sieht. Ja, warum Schneekugel? So eine Schneekugel, die ist ja ganz hübsch anzuschauen. Doch am Ende kommst du an den Inhalt nicht ran. Kannst du mal drüber nachdenken. So, und wenn du eine Frau bist, geht es dir ähnlich. Auch du hattest Träume. Auch du wolltest ein anderes Leben leben. Und ich wette, dass das so ist. Wenn du dein Traumleben jetzt lebst, herzlichen Glückwunsch, aber ich glaube, dann würdest du meinen Podcast nicht hören. Und dementsprechend mach dir doch mal Gedanken. Wann hast du deine Träume in so eine Quarantäne reingesetzt, in so eine Schneekugel reingesetzt? Und wie gesagt, wir alle kennen Schneekugeln, ne? Wenn du dir so eine Schneekugel anschaust, ach, die sind nett, ne? Die gibt es, die bewegen sich, die drehen sich, die sind beleuchtet und wenn man dann schüttelt, dann sieht man den Inhalt ja nicht mehr, ist ja wie so ein Schneetreiben und das ist genau das, was wir gemacht haben, als wir unsere Träume in Schubladen gesteckt haben. Das ist genau der Moment, in dem wir angefangen haben, alles zu tun, nur nicht mehr uns auf unsere Träume zu fokussieren. Denn in dem Moment kommt dieses Schneetreiben und wenn dieses Schneetreiben länger andauert, dann gewöhnen wir uns daran, dass wir da nichts mehr sehen in der Schneekugel. Dann gewöhnen wir uns daran, dass wir diese Ziele gar nicht mehr erreichen können. Dann fangen wir vielleicht sogar an, dieses Glas, was um diese Schneekugel ist, wo wir ja durchgucken, vielleicht sogar zu polieren, weil da Fingerabdrücke drauf sind, damit wir besser durchschauen können, damit wir noch besser das Schneetreiben sehen. Und das machen wir gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Und es gibt da immer so ein Gefühl in uns, so ein Bohren, so ein Unzufriedenheit, so ein Drängen. Und das ist meistens das Gefühl oder der Hilferuf deiner Träume. Der Hilferuf deiner Träume, der sagt, hey, befreie mich endlich. Hör mal auf, nur zu überleben. Hör doch mal auf, Zielen hinterher zu laufen, die man dir vorgibt oder wo du sagst, das ist das Einzige, was ich erreichen kann, wie ein Urlaub. Oder neues Auto oder Eigentumswohnung. Ja, ganz hübsch. Ja. Was nutzt dir die schönste Eigentumswohnung, wenn dein Traum nicht gelebt wird? Was nutzt dir das material beste Leben, wenn dein Traum nicht gelebt wird? Was nutzt dir das beste Leben mit den geilsten Freunden dieser Welt, wenn du deinen Traum nicht lebst? Denn ich will es ja nicht immer an Geld festmachen, obwohl Geld ja so schön polarisiert. Ich kenne ganz viele oder ich habe viele Menschen kennengelernt, die einen tollen Freundeskreis haben und super unzufrieden sind in ihrem Leben. Und da kennen wir ja alle die Kacheln, die ja immer bei Facebook rumhängen und so, hey, Geld ist ja nicht alles, ne? Viel geiler ist es, wenn du Freunde hast. Nein, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Natürlich ist das gut, aber am besten ist, wenn du diese Freunde hast und dein Traumleben lebst, dann erst wird ein Schuh daraus. Und diese Schneekugeln, naja, die kann man natürlich öffnen zu einem gewissen Grad. Du kannst sie zum Beispiel auf den Boden schmeißen, dass das Glas kaputt geht, das Wasser rausfließt. Dann kommst du an das Innere ran. Die Gefahr nur beim Runterschmeißen oder mit dem Hammer draufhauen ist halt, dass du das Innere auch zerstörst. Und das passiert auch bei Menschen, die krampfhaft versuchen, dann unbedingt ihre Träume zu leben. Das ist diese Hammermethode. Und ja, es gibt so Menschen, die schaffen es dann.
ich würde mal sagen, so ein Promille. Ein Promille von allen, die es versuchen, die schaffen es dann. Und die gehen natürlich dann raus und sagen, als ich alles umgestellt habe in meinem Leben und so weiter, da habe ich es geschafft. Ja, liebe Leute, ein Promille. Das machen nur noch viel mehr andere Leute. Viel mehr andere Leute versuchen die Hammermethode und scheitern kläglich. Und diese Scheitern, das ist auch ein Traumata. Das heißt, du fügst deinem Trauma, das du vorher hattest, indem du nämlich deine Träume einfach in Isolationshaft reingesetzt hast, noch ein zweites zu. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist das, was ich sagen will, dass du dich selber kennst. Es ist so wichtig, dass du dir klar machst, was sind meine Träume? Und das mal wirklich ausmalst, dass du dir das wirklich mal erzählst, nicht nur einfach so oberflächlich dahergelabert, sondern vielleicht malst du ein Bild oder schreibst es auf. Und da brauchst du schon ein paar DIN-A4-Seiten, also 20 vielleicht. Dass du dir wirklich mal klar machst, was ist denn mein Traumleben? Was ist das denn das wirklich? Und lebe ich es? Was tue ich jeden Tag, um dieses Traumleben ja, zu erreichen? Oder was tue ich, um mich überhaupt nochmal darauf zu fokussieren? Was tue ich in meinem Leben, um meine Träume zu leben? Nicht die anderen. Nicht anderen Menschen ein traumhaftes Leben ja, zu gewährleisten. Ja, das sind ja die Menschen, die immer alles für alle anderen tun, aber nie für sich. Kannst du ja mal gucken. Vielleicht machst du das ja auch. Das sind halt die Menschen, die noch stärker ihre Träume zerstören und die noch stärker darunter leiden, unbewusst meist, dass sie ihre Träume nicht leben. Und es geht darum, einfach mal dir klar zu machen, und ich stehe auch für das Erkennen, dass du erkennst, wie soll denn dein Leben aussehen? Was wünschst du dir denn? Was sind deine Wünsche? Und wenn du sagst, ich habe keine Wünsche, ich habe keinen Traum vom Leben, dann will ich dir nochmal Folgendes sagen. Dann hast du alles richtig gemacht in dem Bereich zu sagen, hey, ich habe keine traumatische Belastungsstörung quasi, ja, dass ich meine Träume in eine Schublade reingesteckt habe, denn habe ich ja nicht, super. Dann hast du noch was viel Schlimmeres getan. Dann hast du deine Seele verraten und das ist etwas, was dir dein Unterbewusstsein, dein Körper und deine Gesundheit richtig übel nimmt. Denn wenn du deine Seele verrätst, dann verrätst du dich und deine Lebensaufgabe. Und das sind Dinge, die mir klar geworden sind in den letzten Jahren. Allein durch meine Krankheit, allein durch meine Art und Weise, wie ich das Leben gesehen habe, aber auch durch Gespräche und auch Studien, die ich gesehen habe. Wie gesagt, Isolation. Und ja, keine Zukunftsperspektive Menschen zu geben, sind mit die schlimmsten Foltermethoden, die man einem Menschen antun kann. Und ganz viele, die ich kenne, tun sich das selber an. Schauen dann immer so tolle Actionfilme, wo jemand gefoltert wird mit Waterboarding oder anderen Dingen und sagen, ah, der kämpft sich da raus, ist super, und kapieren gar nicht, dass sie sich gerade selber angucken im Fernsehen, ohne dass sie sich rauskämpfen. Und deswegen hier und heute mal sehr nachdenklich von mir, dieser Podcast, denn denk mal drüber nach. Wie sieht dein Leben aus gerade? Überlebst du nur? Kämpfst du ums Überleben? Oder ja, fängst du an, deine Träume in dein reales Leben zu wandeln? Die meisten Menschen, die ich kenne, sind davon ganz weit entfernt. Was brauchst du dafür? Damit du es tun kannst? Klarheit. 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 Klarheit über dich, deine Ressourcen, deine Möglichkeiten. Klarheit dahingehend, dass du dich richtig reflektieren kannst und wertungsfrei reflektieren kannst, damit du lösungsorientiert denken kannst, damit du Prozesse, Gedankenprozesse verändern kannst, damit du deine Träume lebst, damit du siehst, welche Ressource muss ich denn noch ausbauen, welche Stärke darf ich denn noch stärken, dass ich meine Träume
erreichen kann. Denn eins kann ich dir sagen, die Welt ist voller Beispiele von Menschen, die das erreicht haben. Und ja, es ist auf uns alle, ich sag mal umgewandelt, nur ein winzig kleiner Prozentsatz. Die Sache ist nur die, wenn die es geschafft haben, warum schaffst du es nicht? Wenn die es geschafft haben, warum schaffen viele Menschen das nicht? Und das kann ich dir sagen, weil viele Menschen nicht mehr an ihre Träume glauben. Und hier sind wir bei dem nächsten Thema. Glauben an sich, sich vertrauen, sich seinen Stärken bewusst sein. Und auch dafür ist Klarheit mit die beste Möglichkeit. Also heute bin ich mal ein bisschen nachdenklicher. Passiert ja ab und zu hier im Podcast. Und ich wünsche dir erstmal ganz viel Klarheit und ganz viel Erinnerungsvermögen daran, wie deine Träume aussehen. Und dann brauchst du nur noch eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, deine Träume in deine Wirklichkeit werden zu lassen. Und ja, wenn du die so lange, ich sag mal, in Isolationshaft hattest, dann dürfen die sich erstmal so langsam wieder an das Leben aus dieser Isolationshaft in dir gewöhnen. Und im Normalfall machst du das am besten mit einer Begleitung. Und naja, vielleicht, eventuell, drückst du einfach auf meiner Webseite auf Termin buchen und wir beide reden mal darüber. Oder schreib's mir einfach. Ja? Und wir reden mal darüber, ob es überhaupt dein Traum ist, über den du gerade redest, oder ob das ein Traum von jemandem anders ist. Denn auch da gibt es manchmal ein paar Träume, die uns eingepflanzt worden sind. So, für heute sage ich dir, finde deine Klarheit. Schreib mal auf. Schreib deine Träume auf. Oder denk mal drüber nach. Wie sieht dein Traumleben aus? Und geh mal in das Gefühl rein. Spür da mal richtig rein. Wie würde sich das anfühlen, wenn du deinen Traum leben würdest? Denn dann spürst du die Magie des Lebens. So, für heute sage ich Magic Your Life und bis dann, Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.